Wir sind hier wieder in der Bibelhütte und ich habe heute einen Gast mitgebracht, den wir eingeladen haben, mal mit hier reinzukommen, und das ist der Jan Sukow. Du kannst dich vielleicht mal ein bisschen mehr vorstellen. Wie es dazu kommt, dass wir hier diesen Gast eingeladen haben, möchten wir gerne einmal von ihm selber erfragen, damit er mal von sich selber erzählen kann. Ich bin total froh, dass er heute hier ist. Jan, erzähl mal, wie kommst du hier heute hin? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie komme ich hier hin? Ganz einfach, Gott hat uns hier einfach hingeführt. Ne? Ja. Hört sich jetzt mal so einfach an, ist doch ein bisschen komplizierter gewesen. Vielleicht erstmal kurz zur Vorstellung. Ich bin Jan Sukow, 32 Jahre, verheiratet, 4 Kinder. Und vor 3 Jahren, als Gott mein Leben zu einem neuen Leben gemacht hat, da hat Gott mir auch eine Liebe gegeben, eine Liebe zu Menschen, die verloren gehen. Und das ist, glaube ich, auch das der Grund, warum ich heute hier bin. Weil ihr habt auch dieselbe Liebe zu Menschen, die verloren gehen oder verloren sind. Und seitdem dürfen wir in einem Bereich tätig sein, mit Randgruppen arbeiten. Mhm. Menschen, die obdachlos sind, die drogensüchtig sind, die Prostituierte unter anderem. Das, was man halt auf der Straße trifft, in dem Bereich, in dem Milieu. Und wir haben das Ziel, oder unser Ziel ist es, den Menschen Hoffnung zu geben. Hoffnung, die nur durch Jesus Christus eine wahre Hoffnung ist. Und wir verkünden dort das Evangelium, nutzen dazu verschiedene Tools, ne? Verschiedene soziale Aspekte, die wir da auch mit reinnehmen, als Tools, um an diese Menschen heranzukommen, mit ihnen eine Beziehung zu bauen, um ihnen dann einfach das Evangelium zu verkünden. Und sind dort in einen Konflikt gekommen, weil so viele Leute, die an uns dann einfach vorbeigehen, von dem, ich sag mal, mittleren Gesellschaft, die sehen das, stellen Fragen, kommen zurück und wollen wissen, was wir da machen. Und wir haben aber die Konzentration auf diese Randgruppen. Und ich glaube, das ist das, warum uns Gott zusammengefügt hat. Ne? Mhm. Weil euer Anliegen ist ja, jeden zu erreichen, und euer Schwerpunkt ist auch die Evangelisation. Und so haben wir gemerkt, dass ihr einen Bereich habt, wo wir eine Schwäche noch drin haben, ne? Und wo unsere Stärke ist, ist eure Schwäche. Und ich glaube, dass das sich super ergänzt. Ja, unsere Schwäche ist auf jeden Fall, denke ich mal, zu den Randgruppen, zu den Bedürftigen zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, auf jeden Fall auf der Straße das Evangelium zu verkünden, aber auch Leute kommen dann zu uns. Aber selbst Bedürftige kommen ab und zu mal und wollen Euro haben und so. Und da stellt sich uns dann auch vielleicht manchmal die Frage, ja, geben wir denen Geld? Und vielleicht auch ihr stellt euch die Frage, weil dieser Spruch, den man eigentlich so ein bisschen doof sagen kann, ist, ja, die versaufen das doch eh oder verrauchen das oder sonst was. Denkst du, dass es Sinn macht, mit diesen Randgruppen also zu arbeiten? Also was gibt dir den Antrieb da überhaupt so? Ganz einfach, ich glaube, dass ich kurz davor war, genau in diese Randgruppe zu landen, wäre ich meinen Weg so weitergegangen. Davon abgesehen, wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr hier. Und was mich davon abgehalten hat, denke ich mal, wenn ich jetzt zurückblickend sind die Gebete meiner Opa und Oma, meiner Eltern, die immer für mich gebetet haben. Und wenn ich jetzt so denke, so Leute auf der Straße sehe, haben die dieses Privileg nicht immer gehabt. Und das sind Menschen, die sind furchtbar kompliziert, die haben so viele Probleme, die haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme, psychische Probleme, aber eins verbindet die alle zusammen, sie brauchen Jesus. Ne? Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir Christen einfach noch viel zu wenig tätig sind, weil wir Angst haben vor diesen Menschen, weil das so viele Probleme sind, die haben so einen richtigen Schubkarren voll mit Problemen hinter sich, und das macht uns voll viel Angst. Und dabei ist es doch so einfach, wir haben das, was die Menschen frei macht, das haben wir, das tragen wir in uns. Nichts anderes wollen wir diesen Menschen geben. Wir müssen denen nicht Paläste bauen und Wohnungen, und das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen ihnen die Hoffnung geben. Und alles Weitere wird Gott machen. Alles Weitere wird Gott schenken zur rechten Zeit. Ne? Und das, glaube ich, ist das Hauptanliegen. Also keine Angst davor haben, sondern wirklich mit dem Evangelium rausgehen. Weil ich glaube, für uns ist es schwierig, zu jemandem hinzugehen und ihm einfach ein Traktat in die Hand zu geben, der bedürftig ist. Wie glaubst du, gibst du diesen Menschen Hoffnung? Was sind eure Werkzeuge, um diesen Menschen Hoffnung zu geben oder die Liebe zu zeigen? Ich glaube, das Wichtigste ist die Beziehung.
eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Das heißt, eine Regelmäßigkeit mit ihnen aufzubauen, also sie regelmäßig zu besuchen. Du weißt ja selber, wenn du einen Freund hast oder eine befreundete Familie oder sowas und du mit denen eine freundschaftliche Beziehung führst, das muss man pflegen. Ne? Das ist ein ganzer Akt, der baut sich über Jahre auf. Und diese Menschen, die in der Randgruppe ganz weit unten sind, in der Gesellschaft, die haben das nicht. Ne? Die haben keinen Freund, wo sie mal anrufen können, sagen, mir geht es gerade voll schlecht oder so. Ja. Das kennen die alles gar nicht. Die sind wirklich verstoßen. Und ich glaube, was diese Menschen öffnet, ist, wenn wir hingehen und sagen, ey, du bist uns wertvoll, wir haben dich lieb, nicht weil wir es wollen, sondern weil Gott uns diese Liebe gegeben hat. Und ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Ich will wirklich verstehen, was dein Problem ist. Ne? Und dann einfach mal sich zu denen zu setzen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, mal einen Kaffee zu trinken, was essen zu gehen. So wirklich so völlig einfach. Ne? Und wir haben es heute wieder auf der Straße erlebt. Ich habe einen angesprochen, der wollte nichts haben. Also der wollte noch nicht mal von sich reden. Und als ich ihn dann einfach zum Essen eingeladen habe, auf einmal hat er sich geöffnet. Ne? Und dann kommen auf einmal Geschichten daraus. Ne? Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Einfach eine Beziehung mit diesen Menschen aufbauen. Und dann alles Weitere wird Gott machen. Ja, das heißt quasi, du tauchst in seine Welt erstmal ein. Du kommst nicht zu ihm und sagst, hey, Jesus liebt dich und Gottes Segen und dann gehst du weiter, sondern du setzt dich zu ihm hin, gibst ihm einen Kaffee, du hast den Kaffee mit wahrscheinlich dabei, in der Pumpkanne oder so. Meistens, ja. Und dann auch was zum Essen. Okay. Genau. Also unterschiedlich. Es gibt auch Fälle, wo der Heilige Geist uns wirklich mahnt, hinzugehen und direkt mit dem Evangelium zu kommen. Mhm. Ne? Wir wissen nicht, ob diese Menschen morgen noch leben. Ja. Und Gott weiß es. Und wir haben Fälle gehabt, da mussten wir direkt mit dem Evangelium kommen, direkt auch eine Bibel geben und sowas. Und dann haben wir auch ein paar Tage später erfahren, dass dieser Mensch auch noch gestorben ist. Also solche Fälle gibt es auch. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, ich sage schon ziemlich am Anfang, dass ich Christ bin. Ja, weil immer Leute fragen, hey, warum interessierst du dich gerade für mich? Also, ich bin ein junger Mensch und du kannst was anderes machen. Warum kommst du jetzt zu mir und setzt dich neben mich im Dreck oder so? Ne? Und da sage ich schon von Anfang an, ja, weil ich ein Christ bin. Also ich möchte dir einfach ganz praktisch Liebe erweisen und du bist mir wichtig. Ne? Du bist nicht einfach irgendeiner, sondern du bist mir wirklich wichtig. Und ich möchte mit dir auch Zeit verbringen und verstehen, warum du so bist, wie du jetzt bist. Na, und ich will dich nicht von mir aus verändern, das möchte ich gar nicht, aber ich möchte dir erzählen, was mein Leben verändert hat. Und das gebe ich dir einfach nur mit. Und du kannst damit machen, was du möchtest, aber ich gebe dir alles einfach an der Seite und wenn du sagst, du hast da keinen Bock drauf, ist es deine Entscheidung, dann kannst du auch weiter so leben. Und wenn du sagst, weißt du was, du willst mehr darüber hören, dann komme ich morgen oder übermorgen wieder und wir verabreden uns. Ja. Und dann verabreden wir uns mal hier im Café, mal im Restaurant oder mal lade ich dich einfach zu mir ein und da baut sich die Beziehung. Und irgendwann mal kann ich dann ganz frei über Jesus erzählen. Und die Leute, die hören dann auch zu. In einem besonderen Café, also suchst du ja einen Café dann aus, wo mit dem du hingehst, oder habt ihr auch, also ihr habt selber Möglichkeiten? Genau, ne? Also beides. Wenn ich in der Woche in der Stadt bin dann und ich jetzt gerade mit denen die nächsten Schritte gehe, dann lade ich sie irgendwo ein. Aber wir haben jede Woche Freitag das Café bei uns in Köln, in Ostheim, in der Nähe der unserer Gemeinde auch. Und da laden wir die Leute jeden Freitag zu ein. Ne? Und die Leute kommen. Ne? Ja. Das ist auch ein Weg, den sie überwinden müssen. Meistens sind die ja in der Innenstadt irgendwo unterwegs, im Zentrum, Bahnhof rum und Dom. Die müssen dann mit der Bahn, ich denke so, 10, 15 Minuten fahren. Und die kommen dahin, ne? Bis zu 20 bis 30 Leute. Kommen dann so am Freitagabend ins Café und haben einfach Gemeinschaft. Wir haben dort Pizza, ne, die wir machen, mal auch anderes warmes Essen, also auf jeden Fall immer warmes Essen, dann Kaffee, Kaltgetränke, wir singen zusammen, wir hören was aus der Bibel, wir haben Tischgemeinschaft, ne? Also die können Fragen stellen, wir beten zusammen. Ne? Einfach mal, wir laden sie ein, aus ihrem gewohnten Umfeld mal rauszukommen und einfach mal so einen Ruhepol zu finden. Ja. Wir haben auch Leute, die kommen dahin, die schlafen nur. Ja. Dann lassen wir sie auch schlafen, warum sollen wir sie wecken? Ne? Klar. So, also das ist einfach so, wenn sie da Ruhe finden, ey, dann sind wir glücklich drüber. Mhm. Wenn sie aufwachen, dann sagen wir noch, Gott segne dich oder wir beten auch noch mit denen und dann gehen die auch wieder. Ne? Mhm. Aber es zeigt ja, dass sie es ernst nehmen, dass sie es auch gerne wollen und auch möchten und auch sich darüber freuen, wenn sie regelmäßig wiederkommen. Mhm. Ne? Ja, und Samstag gehen wir dann jeden Samstag mit mehreren Leuten zu denen auf der Straße. Ne? Ich sag, wir besuchen die dann in ihrem Wohnzimmer. Ne? Und dann gehen wir mit dem Bollerwagen, ne? So mit Pumpkannen voll Tee und beziehungsweise Wasser und Kaffee. Und mit Brötchen, ne, belegte Brötchen, was dann auch eine Gemeinde für uns dann fertig macht. Wie viele Brötchen sind da ungefähr mal so?
Boah, ich denke so zwischen 300, 350 Brötchen pro Einsatz, ne? Die wir dann alle fertig gepackt haben und dann auch den Leuten dann abgeben. Ne? Die müssen auch alle geschmiert werden, belegt werden. Ja, ja, sicher. Und Kaffee wird gekocht. Okay. Genau, das ist dann jede Woche. Das ist aktuell eine Gemeinde in Wald, wo die das dann für uns macht. Wir fahren hin, machen Kofferraum auf und packen die Sachen dann ein. Ne? Ja, schön. Ja. Schön. Und habt ihr auch eine Perspektive für diese Menschen oder sagt ihr denn einfach nur für heute Abend oder heute Nacht, Jesus liebt dich, ich zeig dir das anhand eines Kaffees, anhand eines Brötchens, ich nehme mir eine Stunde Zeit für dich oder eine halbe, vielleicht auch drei. Was ist denn, wenn dieser Mensch wirklich an diesen Punkt kommt und sagt, ich will das hier gar nicht mehr, ich möchte hier raus aus diesem Dreck? Gibt es da Perspektive von eurer Seite? Auf jeden Fall. Wir haben doch ein recht großes Netzwerk. Wir arbeiten mit vielen christlichen Therapien zusammen, Gefährdetenhilfen. Und wir sind auch da sehr aktiv, dass wir wirklich deutschlandweit schauen, wo sind wirklich bibeltreue Therapien. Ne? Weil für uns ist das ganz klar, du kannst eine staatliche Therapie gehen, das machst du 30, 40 Mal ja, und du hast immer noch nicht Jesus kennengelernt. Ja. Und das ist ja die Grundlage. Und deswegen suchen uns auch christliche Therapien raus, die auch wirklich eine fundamierte, eine feste Grundlage im Wort Gottes haben. Und genau, da vermitteln wir die hin. Ne? Ja. Wir haben auch mit einigen Therapien, die da ganz offen sind, die haben auch für uns immer so, ich sag mal, Notfallplätze, ne? Also wo wir dann wirklich mal anrufen können, auch mal nachts, ne? Und dann auch wem hinbringen können, haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ja, es gibt dort auch immer noch Probleme, weil jede Therapie hat so Herausforderungen, Aufnahmekriterien und sowas und die meisten erfüllen das einfach nicht. Ne? Es gibt noch nichts wirklich Zugeschnittenes, was wir bis jetzt finden konnten, was wirklich bibeltreu ist. Ja, aus diesem Grund ist das Arbeiten auch etwas schwieriger, aber auch die Vision geht auch dahin, dass wir in Zukunft auch, wir beten noch ganz konkret um so etwas, dass wir auch diese Punkte, diese Schwachstellen, die jetzt noch da sind, dass wir sie auch irgendwann mal ausfüllen können. Ne? Okay. Habt ihr auch so einen Platz zum Aufwärmen jetzt im Winter? Ich meine, jetzt haben wir Sommer, aber habt ihr eine Möglichkeit oder denkt ihr an eine Möglichkeit, jetzt irgendwie Menschen in der Wintermonaten eine Möglichkeit zu geben, sich mal aufzuwärmen? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon lange unser Gebet. Und wir hatten auch ganz konkrete Ideen. Und zwar hatten wir so eine Idee von so einem Reisebus, den wir umbauen. Und das wurde schnell verworfen, weil so eine Dinger sind ziemlich teuer. Kritik kam da sehr schnell hoch, von wegen wie teuer und wie viel Unterhalt und was weiß ich. Für mich ist das so, wir haben es einfach Gott abgegeben. Und Gott hat wirklich ein Wunder getan. Wir haben einen Reisebus geschenkt bekommen. Und was man eigentlich gar nicht sich so vorstellen kann. Und vor allem noch ein Bus, der von außen älter ist, aber einen Austauschmotor hat, mit sehr wenig nur gelaufen, was eigentlich optimal ist. Und unsere Pläne jetzt, also wir beten jetzt ganz konkret, wir haben den Bus schon da. Und jetzt beten wir darum, dass Gott auch die Mittel dazu gibt, dass wir den Bus umbauen können. Wir wollen dort Schlafplätze reinmachen, so ein kleines Café, also ne, eine kleine Küche reinmachen. Und einfach auch Platz, wo man auch sich hinsetzen kann, sich mal aufwärmen kann, ne? Gespräche miteinander führen kann. Dann wollen wir draußen auch so, dass man auch einen Vorplatz praktisch hat, ne? Wo man dann auch Gemeinschaft hat. Und das Ziel mit diesem Bus ist gerade auch im Winter, in der kalten Jahreszeit, Menschen von der Straße einzuladen und zu sagen, weißt du was, komm, wir haben dort, keine Ahnung, 9 bis 10 Schlafplätze, die wir reinbauen wollen. Hier, nimm dir einen Platz, der ist für dich separat, ne? Der ist für dich geschützt. Schön. Hier ist ein Mitarbeiter, der passt auf deine Sachen auf und du kannst einfach mal so 3-4 Stunden komplett in Ruhe schlafen. Du brauchst keine Angst haben, dass du abgestochen wirst. Du brauchst keine Angst haben, dass du angezündet wirst, was alles schon vorgekommen ist in Köln. Du brauchst keine Angst haben, dass irgendeiner deine Sachen klaut, weil wir passen darauf auf. Ne? Und so können die Leute mal wirklich mal zur Ruhe kommen. Und das Schöne ist, wenn die dann zur Ruhe gekommen sind, dann sind die meistens auch nicht mehr so aggressiv. Ja? Dann bieten wir denen noch einen schönen Kaffee an, wir machen vielleicht noch was Warmes zu essen und dann beten wir für die und sagen, ey, was hast du auf dem Herzen, wir beten jetzt für dich. Weißt du, nächste Nacht kommst du wieder. Und dann stehen wir an der und der Stelle, komm einfach wieder zu uns. Ja. So ein Begegnungsbus. Und das ist halt gerade für die kalte Jahreszeit, wo wir merken, dass da etwas eine Not ist. Ne? Und dann soll der Bus aber auch allgemein genutzt werden, um andere Gemeinden, andere Christen zu erreichen. Ne? Wir wollen dort ein Team zusammenstellen. Jetzt kommt ihr auch wieder ins Spiel von euch. Ne? Evangelisten mit reinnehmen von unserer Arbeit, ne? Dass dann auch Menschen, die mit Obdachlosen schon Erfahrung haben, vielleicht auch Mitarbeiter aus anderen Projekten, so wie die mit Prostituierten Erfahrung haben, weil wir treffen immer wieder auf der Straße an. Ne? Also die sind alle im selben Milieu. Und mit denen einfach Stadt für Stadt in Deutschland bereisen,
Christen zu diesem Bus einladen, sagen, wir haben jetzt 2 Tage hier eine Veranstaltung, wir machen Evangelisation, wir gehen zu Obdachlosen, wir gehen zu Prostituierten und laden euch ein und bringen euch das nicht bei, aber wir nehmen euch mit und wir wollen euch alles an der Hand geben und euch so die ersten Schritte mit euch zusammen gehen. Mhm. Eure Aufgabe ist, betet dafür, kommt daher und seid offen dafür. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die Christen in Deutschland brauchen, definitiv, weil wir so etwas noch entweder gar nicht oder viel zu wenig haben. Ja, was wir brauchen, aber wo wir einfach drum beten, ist einfach die auch finanziellen Mittel. Ne? Mhm. Aber das ist, wenn es ist Gottes Projekt. Ja. Er hat uns das schon geschenkt, er wird uns das andere auch schenken. Ja. Aber wir sind jetzt gerade in dieser Gebetsphase. Genau. Und hoffen wir auch mit euch zusammen, da auch in Zukunft, ne? So wie Gott will, Ende des Jahres auch loszugehen. Ja. Ne? Das heißt, der Bus ist noch nicht ganz fertig, ne? Nee. Also, ja, wunderbar, weil ich verbinde das so ein bisschen mit dem Bild, was ich so habe. Ich bin jetzt das dritte Mal bei euch im Café gewesen. Und ich weiß, beim ersten Mal, da sagtest du zu mir, hier ist ein Mann, kümmere dich mal um den. Der hat mir deinen Namen genannt und dann habe ich versucht, mit ihm Kontakt aufzubauen. Aber er hat einfach diesen Kontakt zu mir nicht aufbauen wollen. Und so habe ich einfach nur versucht zu lächeln und ihm immer wieder zu winken und so weiter. Beim zweiten Mal dann habe ich schon gemerkt, okay, er ist türkisch, also er kann Türkisch, das heißt, ich habe meine Türkischkenntnisse, die ich so von der Arbeit gelernt habe, angewendet. Und dann habe ich so ein bisschen Interesse in ihm aufwecken können, so dass er dann wieder so ein bisschen den Kontakt zu mir dann suchte. Und beim dritten Gespräch, da haben wir uns schon eine Pizza zusammengeteilt. Und so sehe ich, dass die Beziehung immer wieder aufgebaut werden muss, bis ich überhaupt ihm von Jesus erzählen kann, was der Grund dafür ist, dass ich für ihn beten kann und so weiter. Und das sehe ich daran, dass man nicht einfach... Ja, oft ist man auf der Straße am Predigen und konfrontiert die Leute auch hart mit dem Evangelium und mit der Wahrheit. Aber auch die Möglichkeit jetzt, ja, diese Barmherzigkeit zu leben durch das Werk Hoffnungsvoll, wo wir sehr viel lernen dürfen von und wo sie auch lernen können von uns, wo wir selber noch im Lernprozess sind und der bis zum Lebensende dauern wird. Und so denke ich auch, dass das genauso ist wie mit dem Bus, auch mit der Beziehung. Erstmal Beziehung aufzubauen, genauso auch mit dem Bus, dass der Bus fertig gemacht werden muss. Und deshalb ist es total schön, dass wir uns, dass Gott uns zusammengeführt hat und dass wir zusammen ihm dienen dürfen auf die Art und Weise. Und ja, habt ihr auch eine Internetseite? Ja, wir sind gerade dabei. Wir sind auch gerade in so einer Umbruchphase, ne, wo wir ab Anfang nächsten Jahres auch eigenständig werden wollen. Ja. Und da sind wir jetzt gerade so in der Umbruchphase drin. Aber die Internetseite wird hoffentlich zum Mitte, Ende diesen Jahres noch fertig, also ja zum Ende. Genau, aber bis jetzt kann man uns auf Instagram auf jeden Fall finden unter Hoffnungsvoll Köln. Dort drunter findet man unsere Partnerarbeiten, so wie Darmstadt, ne? Zum Beispiel Düren. Genau. Und über die Gemeinde-Homepage unserer Gemeinde, Evangelische Freikirche Köln in Ostheim, da ist auch einige Informationen. Ne? Ja, vielleicht sind auch die Zuschauer von uns, die gerne dafür beten wollen, dass der Bus fertiggestellt wird, dass Menschen auch mobil quasi so ein Lazarett gebracht wird, wie der barmherzige Samariter jemanden gebracht hat zu der Gaststätte. So wollen wir vielleicht die Gaststätte mobil zu den Menschen bringen, um ihnen das Evangelium auch vorzuleben. Und wenn ihr da ein Herz für habt, dann betet dafür. Und wenn ihr auch dafür spenden möchtet, könnt ihr das gerne auch über die Ruhrpott-Missionsseite machen. Am besten Verwendungszweck Hoffnungsvoll oder Bus. Und dann wird das Geld auch weitergereicht an den Jan Sukau mit dem Werk Hoffnungsvoll. Ich bedanke mich total recht herzlich für deine Offenheit und dass du das so erklärt hast. Ich denke, wir werden damit Gott ehren und dienen können, wenn wir zusammen voneinander lernen, miteinander Gott dienen. Vielen Dank. Danke euch.